Mein Name ist Robert Sitzenfeier und ich darf Ihnen heute die Smart Water City vorstellen. Wasser hat eine ganz besondere Bedeutung in jeder Stadt. Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel wird zu den Verbrauchern transportiert. Regenwasser und Abwasser können vor Ort behandelt werden, werden aber sonst grundsätzlich aus dem urbanen Gebiet umweltgerecht und hygienisch unbedenklich abgeführt. Es handelt sich dabei also um Transportprozesse von A nach B, von der Ressource zum Verbraucher oder auch vom Verbraucher aus der Stadt. Für Wasser verwendet man dafür normalerweise Rohrnetzwerke. Diese liegen üblicherweise unter der Erde und somit im Verborgenen. Deshalb werden sie auch kaum wahrgenommen. Dabei werden in Österreich mehrere hundert Millionen Euro jährlich für den Ausbau, die Erhaltung oder auch mit damit verbundenen Schäden, wie beispielsweise Leckage, Rohrbrüche oder Flutungen, aufgewendet. Ein für viele besser greifbarer Transportprozess ist das Autofahren. Navigationsgeräte helfen uns dabei, von A nach B zu gelangen. Sie können uns aufgrund der aktuellen Verkehrssituation andere Routen empfehlen, basierend beispielsweise auf Verkehrsmessungen, aber auch aktuellen Handyortungen der Fahrer sowie auch Prognosen werden alternative Routen vorgeschlagen. Ein ähnliches Vorgehen kann aber auch für einen verbesserten Wassertransport in der Stadt genutzt werden. Dazu müssen viele aktuelle, aber auch vergangene Systemzustände bekannt sein. Das Internet of Things Konzept ermöglicht hier neuartige Mess- und Steueransätze. Diese somit gewonnenen großen Datensätze können beispielsweise mit Machine Learning oder auch in klassischen hydraulischen Simulationen für Echtzeitsteuerungen verwendet werden. Damit kann die Versorgungssicherheit mit dem wichtigsten Lebensmittel Trinkwasser signifikant verbessert werden, aber auch das Risiko für Wasserschäden oder Schäden aus Überflutungen verringert werden. Ein weiterer Vorteil einer Smart Water City ist, dass die Infrastruktur optimal ausgenutzt werden kann. Links im Vordergrund sieht man beispielsweise einen Rain Garden, sogenannte grüne Infrastruktur. Dieser behandelt Regenabfluss vom umliegenden Vorplatz naturnah am Ort des Geschehens. Er wird ausgelegt auf eine Wiederkehrzeit von 5 Jahren. Das heißt, statistisch gesehen wird dieser nur alle 5 Jahre einmal voll genutzt. Die restliche Zeit wird die Anlage nur wenig genutzt. Kann man nun basierend auf Wettervorhersagen, Messungen und Simulationen ausschließen, dass demnächst ein solches 5-jährliches Ereignis stattfindet, können temporär zusätzliche Wasserströme, beispielsweise ein weiterer Dachabfluss, in diesen Rain Garden eingeleitet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Eine optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, mehr Wasser im natürlichen Wasserkreislauf, weniger Wasser im Kanal, weniger Wasser auf der Kläranlage zu behandeln und weniger anfallende Kosten. Je grüner die Stadt, desto gesünder die Kinder. So oder ähnlich titelten heuer zahlreiche Printmedien. Grün in der Stadt wirkt sich auch positiv auf Psyche und Gesundheit aus. Es werden aber auch weitere Vorteile wie Kühlung der Stadt oder Verbesserung der Biodiversität erreicht. Die sogenannte grüne Infrastruktur, das können Mulden, Rain Gardens, aber auch Bäume sein, haben neben dem technischen Nutzen als Regenwassermanagement auch einen weiteren Mehrwert für die Gesellschaft. Mit der Verknüpfung mit dem Internet of Things Konzept können auch diese Anlagen effizienter betrieben werden und man schafft die sogenannte smarte grüne Infrastruktur. Das hier präsentierte Konzept wurde im Sondierungsprojekt Smart Water Control entwickelt und unter idealisierten Bedingungen erprobt. Im derzeit laufenden Umsetzungsprojekt Smart Water City wird mit 4 Projektpartnern dies nun im Stadtmaßstab eingesetzt und erprobt. Als weitere innovative Technologien sind in diesem Zusammenhang die smarte Wasserschadenwarnung und die smarte Regentonne zu nennen. Weitere Informationen und Details finden Sie unter den angeführten Links. Abschließend möchte ich mich bei den Projektpartnern Bernhard Wasserzähler, Karl Grimm Landschaftsarchitekten und der Firma Sens für die gute Zusammenarbeit bedanken. Und nicht zuletzt natürlich auch beim Klima- und Energiefonds für die erhaltene Förderung und schlussendlich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.